Moin, moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp, noch mit dem Nachbericht, unser Spiel gegen Hansa Rostock. Tja, terminlich war es ja bei mir etwas knapp, deswegen erst jetzt das Ganze. Aber Scoop, bevor wir da nochmal in die Vollen gehen, was am Wochenende passiert ist, ganz kurz nochmal der Aufruf an euch alle. Bitte die Sportfreunde Osterdeich unterstützen, mal auf den YouTube-Kanal gehen, ein Like und einen Kommentar da lassen für den Song. Ist auch alles verlinkt in den Shownotes, also da gerne ein bisschen Unterstützung noch da lassen, damit die Jungs auch noch ganz dringend ins Stadion kommen und zwar in den Mittelkreis für die Meisterfeier. So, Scoop, es ist ja alles schon ein bisschen her und du bist ja auch keine 20 mehr, von daher würde ich sagen, nochmal drei Punkte für dich als Gedächtnisstütze, worüber wir überhaupt hier noch reden wollen. Einmal das Thema Acker, der zweite, was das Spielfeld angeht, dann lange Einwürfe und ein Weltklasse-Sturmduo von uns. Oder wie hast du es empfunden, das Spiel gegen Hansa Rostock am Freitagabend? Wie war es so bei dir? Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp, also auch von mir nochmal, ne? Unsere Freunde, Sportfreunde Osterreich, bitte auf unserer Seite hier, wir geben es bekannt, die weiter bitte unterstützen, damit wir echt am 15. Mai bei der Meisterfeier gegen Regensburg nicht nur die alten Werder-Lieder hören, sondern auch ein neues Werder-Lied. Immerhin ist Ailton dabei. Wie gesagt, tut uns den Gefallen und unterstützt die Jungs. Ja, Sepp, natürlich, wir schauen es schon einiges her, aber die Euphorie ist natürlich immer noch da. Es war der Acker, ich glaube, Werder kann auf jeden Untergrund spielen, habe ich jetzt am Freitag festgestellt. In Paderborn war schon so scheiße, auf Deutsch gesagt. In Rostock war es so scheiße. Wir setzen uns aber durch, weil wir auch den Kampf annehmen, weil keiner mit einem weißen Trikot vom Platz geht, weil sie alle kämpfen und fighten. Ja, lange Einwürfe, da sagst du was. Das war also, Werder macht es ja wieder spannend. Ne? Die letzten 10 Minuten waren ja gefühlt 35 lange Einwürfe von dem. Wir führen 2-0, dann machen die noch 2-1. Das ist ja typisch Werder Bremen, dass wir dann nochmal zittern müssen und nochmal 10 Jahre altern. Also wir werden nicht über 100, Sepp, schon mal vorbei nach Freitag. Wir haben das Sturmduo überragend. Und Marvin Ducksch, wir kommen ja auch gleich auf die Thematik Frank Baumann, das werden wir heute in unserem heutigen Podcast auch noch besprechen. Das war der Königstransfer von ihm, definitiv. Also was der bombt, jetzt 7 Spiele hintereinander getroffen, dann was für ein geiles Tor er Freitag gemacht hat, das war ja überragend, das war Weltklasse, das war absolute Spitze. Da fehlen mir schon fast die Worte, so gut war das. Ein Tor des Monats, fast Tor des Jahres. Also das sind mir voll die Emotionen durchgegangen bei dem Tor. Er ist ein geiler Typ. Er versucht alles direkt zu spielen, verteilt die Bälle gut. Also richtig, richtig gut. Zusammenfassend, wenn wir dann noch den gestrigen Sonntag mitnehmen. Wir haben jetzt Montag, wenn wir jetzt die Aufnahme machen. Super, Schalke verliert. Darmstadt spielt nur unentschieden. Eigentlich HSV heute auch noch 2 Punkte abgeben müssen. Dann wäre es das richtig optimale Wochenende gewesen. So sprechen wir von einem optimalen Wochenende. Wir sind Tabellenzweite, wir würden jetzt direkt aufsteigen, also Saisonabbruch. Selbst ich wäre jetzt für den Saisonabbruch, dann wären wir nächstes Jahr auf jeden Fall in der ersten Liga. Nein, es macht Spaß. Ole Werner kann im nächsten Spiel den 8. Sieg hintereinander holen gegen Ingolstadt, gegen den Tabellenletzten. Aber die Vorschau machen wir ja später in der Woche. Da wird es richtig gefährlich, weil alle wahrscheinlich reingehen und sagen, was will der Tabellenletzte von uns? Und dann alles auf die leichte Schulter nehmen. Selbst es war überragend und richtig gut. Und zum Ende des Monologs muss ich noch sagen, es ist ja nicht dein Freund, aber für mich, da will ich dir jetzt auch mal einen Denkanstoß geben, lieber Sepp, Pavlenka am Freitagabend für mich eine Note 1. Ja, Pavlenka. Das ist gut. Ich habe mich ja aufgrund der Thematik wieder mal exklusiv hier spezial vorbereitet, mir jede Szene in dreifacher Slow Motion angeschaut. Und da muss ich sagen, Pavlenka, ja. Zwei, drei gute Szenen und dann erzählen die mir, ich glaube bei Deichstube war es auch wieder ein toller Artikel, wie toll der den gehalten hat und was es für ein überragender Mann ist und dann gucke ich mir da alles nochmal in Ruhe an. Diese Szene, ungefähr 72. Minute war das, zweite Hälfte, Schuss von, ich glaube Malone hieß der, von Rostock, ja, wo wir alle sprechen, aber Freunde, da ist es wieder, Strafraumbeherrschung Pavlenka, wisst ihr, was vorgeschehen ist? Ein langer Ball in den Strafraum, ja, 4 Meter von der Grundlinie entfernt, in seinem 5-Meter-Raum. Und der fäustet den Ball immer weg. Ja, der Junge ist 2 Meter fast groß. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ja, und dann hast du einen Riesenball. Ganz ehrlich, wenn du da mal ein bisschen Strafraumbeherrschung hast, pflückst du den einfach runter oder kriegst halt das Foul gepfiffen im 5-Meter-Raum gegen dich, weil der Stürmer dich angeht. Also das ist halt
zwei, drei gute Szenen, ja, aber wenn man jetzt wieder diese Szene nimmt, vorher verschuldet er ganz klar und wenn muss er das, geht das Tor auf seine Kappe, weil er ihn entweder schlecht wegfäustet oder aus meiner Sicht, hätte schon längst fangen können. Also bloß auch mit Pavlenka, da ist er Hopfen und Malz verloren bei dem Jungen, aber er hat uns noch im Spiel gehalten. Ist okay, ist für mich okay erstmal. Ich möchte auch ein bisschen Monolog haben, so wie du. Du hast ja schon gehört, hier die ersten Gratulanten und haben vorhin schon probiert, mich zu erreichen und angerufen um die Siegesserie von Werder Bremen. Und da ist es wichtig, Hochmut kommt ja bekanntlich recht schnell. Von daher Richtung Ingolstadt müssen wir auf der Hut sein. Denn Werder Bremen hat mittlerweile Europas längste Siegesserie, wie ich jetzt bei Bild erfahren habe, von allen sogar ersten und zweiten Ligen in Europa. Also ganz interessant. Das liegt ja nur daran, dass die Bayern mal verloren haben wahrscheinlich oder auch Real Madrid oder wer auch immer. Also ganz, ganz interessant. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht Manchester City vielleicht da auch nochmal alle Spiele gewonnen hat, aber sei es drum, lassen wir mal so stehen. Und wir haben ja den Acker angesprochen, das war auch super und wir hatten, finde ich, Glück. Das Tor zum 1-0 war ja hervorragend herausgespielt von uns, aber da hatten wir Glück, dass mal da ein Stück Rasen war, der heil geblieben ist. Weil sonst wäre er nämlich schön über seinen Spann gerutscht, ne? Und dann wäre der, glaube ich, irgendwo ins Ausgetrollert, der Ball von Marvin Ducksch. Und da muss ich sagen, das hat mich ja wieder begeistert. Der Sky-Kommentator hat es ja gesagt, aus einer 5% Torwahrscheinlichkeit macht der Füllkrug da das Tor. Muss ich aber sagen, ein erstiger Torhüter, ein besserer, würde den Ball auch halten, oder? Ja. Aber Sepp, ich muss jetzt mal nochmal, du redest gerade viel Theorie, wenn Pavlenka da und wenn Pavlenka da und wenn der Rasen da und so weiter. Fakt ist 2-1, ich gesagt nochmal, Pavlenka ein überragendes Spiel für mich gehabt, weil du musst auch sagen, ja, er hat die Bälle weggefaustet, sonst hat er meistens immer vom Gegner gefaustet und das hat er diesmal wirklich richtig, da lasse ich auch keine andere Meinung zu, das hat er richtig, richtig gut gemacht und der hat der Abwehr definitiv Sicherheit gegeben. Also die Abwehr konnte sich definitiv auf den Pavlenka verlassen und wie gesagt, das fand ich richtig gut. Und so einen Torwart brauchst du auch, wenn du aufsteigen willst, definitiv. Er ist auch ein großer Kerl und so weiter. Und das wird ihm auch Selbstvertrauen geben. Und unsere Abwehr, Sepp, hätten wir keinen Lukas May da drin gehabt, dann hätten wir, glaube ich, das Spiel zu null beendet. Man hat wieder leider gesehen, wir müssen leider wieder auf ihn zu sprechen kommen. Er macht den Fehler, auch wenn natürlich Mbom anschließend pennt. Mbom muss auch eher reagieren. Sehe ich auch so. Aber der Hauptfehler geht vom May aus. Und deshalb, wir wollen nicht den gesamten Vorbericht für Ingolstadt machen, aber ein Veljkovic, ein Friedl, die stehen ja alle auf der Kippe, ob die überhaupt spielen. Da können wir nur froh sein, dass wir jetzt gegen Ingolstadt spielen und nicht schon eine Woche später gegen den HSV, weil unser Rival aus dem Norden ist ja auch verdammt gut drauf, gewinnt jetzt auch jedes Spiel. Und da hoffe ich natürlich, dass die Abwehr wieder steht, weil du hast es auch am Freitag wieder gesehen, Ausnahme der Mai, also Friedl und Toprak für mich eine Bank. Definitiv eine Bank da hinten drin. Also Toprak hat mir auch wieder sehr gut gefallen, Friedl auch. Ich war ja erstmal noch ein bisschen erstaunt. Also ich kann die Argumentation vom Ole Werner verstehen, weil er hat ja wieder Weiser gebracht anstelle von Mbom. Ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass Mai auch noch reinkommt, dass man vielleicht nochmal Mbom auf die Seite bringt, um halt diese etwas wackelige Abwehr da nochmal ein bisschen zu stützen. Aber er hat ja gesagt, die Spielertypen sind sehr ähnlich und man hat halt keinen, der so ein bisschen Offensivdrang hat. Und Weiser hat ja auch die, ja, ich sag mal, ganz gute Torchance aus der seitlichen Perspektive da in der ersten Halbzeit. War ja eigentlich die einzige, wenn man so will. Und ja, finde ich, macht es jetzt, also ich bin ja auch kein so riesen Fan, aber hat es, glaube ich, solide gemacht. Jetzt kommt so ein bisschen in den Rhythmus rein. Fand ich jetzt schon wieder ein bisschen besser als das Spiel davor von Weiser. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Und natürlich ist jetzt hier, weiß ich nicht, da kommt irgendwo alles zusammen bei Mbom und Mai. Das ist so eine Szene, ne? Puh, das ist irgendwie auch gefühlt, ja, er rutscht eigentlich auch in diese Viererkette indirekt rein, der Mbom. Da siehst du, was er für riesige Probleme damit hat. In der Raumdeutung ist natürlich auch ganz katastrophal. Und der Mai, was soll ich sagen, der hat ja vorher auch schon so rumgetrippelt da die ersten 20 Minuten und so. Ist sicherlich auch nicht so einfach, ja, kann ich verstehen, aber für einen, der vielleicht Ambitionen hat, das ist auch einfach zu wenig. Also da hat man einfach zu viele schwache Spiele gesehen und da haben wir schon das Thema Veljkovic immer ja noch angeschlagen. Auch jetzt am Montag wissen wir nicht, was mit Friedl ist. Der muss ja mit Krücken in den Bus, wohl kein Riss oder sowas, aber halt, wie hat man früher gesagt, ein saftiger Pferdekuss anscheinend. Muss man mal gucken, ob er es rauslaufen kann oder nicht, ist da noch ein bisschen Zeit.
Das wären natürlich dann schon Ausfälle. Und worüber du noch gar nicht gesprochen hast, wer auch jetzt nicht sehr großartig aufgefallen ist, Bittencourt holt sich aber die fünfte Gelbe ab. Ne? Genau. Das, so macht man das, wenn man eine vierte hat und eine fünfte braucht, oder? Ich sage jetzt mal so ein Allerweltsthema. Ja, gut, ein bisschen gefährlich, okay, aber jetzt auch nicht wirklich. Ich fand jetzt, er ist jetzt ja nicht damit Schwung hingegangen. Bei der Szene schön im Mittelfeld. Ja. Und wenn wir die Personalie Bittencourt ansprechen, Sepp, da kannst du ja, wie gesagt, die letzten Podcasts von uns alle auflegen. Es ist ja immer das Gleiche. Er ist wieder nicht aufgefallen, wird aber immer von Anfang an spielen, weil er Vizekapitän ist, weil er Werner auf ihn setzt. Aber großartige Akzente hat er schon die letzten 4, 5 Spiele am Stück nicht gezeigt. Definitiv nicht. Er spielt immer mit, er hat auch Ballkontakte, ja, aber großartige Aktionen oder ein Scorerpunkt oder so, da springt ja gar nichts bei ihm raus. Und deshalb aber aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Types wird er immer spielen, auch gegen HSV. Gut, dass er gegen den HSV spielen wird, weil er ist dann noch so ein emotionaler Typ. Wenn er dann die Emotionen braucht, hier den Kampfschwein, sage ich jetzt mal so, da ist er auf jeden Fall da, auch ein bisschen den Gegner zu provozieren und so weiter. Das kann er ja optimal, ne, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und deshalb ist es gut, dass wir haben es ja vorher angesprochen. Einer von beiden hat wenigstens die gelbe Karte geholt gegen Rostock am Freitag. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass er gegen Ingolstadt fehlt, weil ich möchte doch schon gegen den HSV in Top-Besetzung spielen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Die sind richtig gut drauf, die Jungs, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Die haben jetzt auch Selbstvertrauen und da sollte schon die Top-11 spielen. Und wenn da echt Friedl und Veljkovic ausfallen sollten, dann sehe ich aber richtig schwarz für das Spiel. Und der Glatzel ist auch gut drauf, dann der Kittel ist sehr gut drauf, der jetzt auch die Tore macht. Also, wie gesagt, ich will nicht Ingolstadt überspringen, liebe User, versteht mich ja nicht falsch. Ingolstadt wird gerade für den Kopf her das schwierigste Spiel der Saison, meiner Meinung nach. Weil nochmal, Tabellen 18., was wollen die uns? Wir können den 8. Sieg in Folge haben, das steckt alles im Kopf. Das wird Samstag, meiner Meinung nach, ein reines Kopfspiel. Hoffentlich macht der Kopf die Beine nicht schlapp gegen Ingolstadt und dass wir da auf einmal nur in Punkten nach Hause fahren, geschweige denn verlieren. Das wäre eine absolute Katastrophe. Und deshalb jetzt Nürnberg, okay, die verlieren 5-0 gegen Ingolstadt, verlieren aber jetzt am Wochenende schon wieder 4-1 gegen Karlsruhe. Also den jetzt als Angstlöser zu nehmen, wenn wir gegen Ingolstadt spielen, brauchen wir nicht, meiner Meinung nach. Du musst konzentrieren, durchgehen, du musst alles ausschalten, du musst so fokussiert sein auf dieses Spiel. Und wenn echt Veljkovic und Friedl ausfallen, dann muss neben Mai, was weiß ich, mit Bomben nach hinten rücken oder Christian Groß nach hinten rücken mit Bomben in die 6. Aber das werden wir alles am Freitag besprechen, Sepp. Nur es muss aus dem Kopf raus, wer Ingolstadt ist. Du musst am Samstag auf den Platz gehen gegen Ingolstadt. Ist immer einfach gesagt, du hast Fußball gespielt, ich habe Fußball gespielt. Das ist immer einfach gesagt. Aber du musst am Samstag auf den Platz gehen, als ob du gegen Real Madrid spielst. Das ist halt so. Das ist sehr gut. Hört man in Ingolstadt bestimmt auch sehr gerne, dass du die schon mit Real Madrid vergleichst. Das passt ja auch dann zu einem vielleicht auch wieder stärker gefüllten Weserstadion. Aber dazu vielleicht noch, wer mir auch wieder recht gut gefallen hat, fand ich bei uns war Groß, der hat es ganz gut gemacht. Und ja, also wir wurschteln uns, finde ich, so ein bisschen gerade durch so ein paar Spiele und leben wirklich von den Einzelaktionen. Aber so ist das bei manchen Mannschaften, wenn du halt oben bist. In diesem Fall unserer Stürmer, die einfach die Buden machen und aus wenig viel Ertrag machen. Ich hatte es ja gesagt, diese Torwahrscheinlichkeit, die da immer angesprochen wird, aus 5%. Und ja, das war wie gegen Paderborn. Also eigentlich eine tote Chance. Ja, da rückt überhaupt gar keiner nach bei Füllkrug. Die sind ja dann nachher schon zu zweit. Und wenn sie es cleverer machen, müssen sie ihn wenigstens so 20, vielleicht 25 Meter vorher faulen vom Strafraum. Dann passiert ja auch nicht so viel. Ne? Ein ganz schäbiges Abwehrverhalten der Rostocker Spieler, ganz schäbig. Habe ich auch sofort gesagt, auch mit den Kumpels besprochen, wie die aussehen. Die sehen aus wie, noch niemals wie C-Jugendliche, da beleidige ich meine C-Jugendlichen, die sehen aus wie E-Jugendlichen. Warum gehen die denn die ganze Zeit rückwärts, rückwärts, rückwärts und gehen gar nicht auf den Füllkrug zu? Die haben ihnen ja sogar Begleitschuss gegeben, die haben die ja nicht gemacht. Also ganz, ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz wichtiger Satz, der ganz plump klingt, aber der ist so: Wenn du solche Spiele gewinnst, dann bleibst du auch im Aufstiegsrennen dabei. Guck dir das Spiel die Woche vorher an gegen Karlsruhe, was wir schon glücklich gewinnen. Jetzt das, was wir glücklich gewinnen. Ich wollte nochmal sagen: Ein 5-0 kannst du immer mal gewinnen. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, wie zu Hause gegen Karlsruhe, wie in Rostock, das sind die Spiele, wo du mit aufsteigen kannst. Nicht so ein einfaches 5-0, weil das ist nächsten Tag sowieso wieder verflogen. Solche Spiele, und ich garantiere dir eins, ist natürlich auch wieder eine ganz plumpe Aussage: Letztes Jahr hätten wir aus diesen beiden Spielen maximal einen Punkt geholt, garantiere ich dir. Letztes Jahr hätten wir maximal einen Punkt geholt, vielleicht sogar keinen Punkt aus den beiden Spielen. Und das ist halt, wenn du den Lauf hast, wenn du das Glück hast, wenn du das Glück erarbeitest. Ich sage jetzt auch, die arbeiten ganz gut auf jeden Fall. Und es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß, der Mannschaft jetzt zuzugucken. Es ist halt so. Ja, vor allen Dingen hat man natürlich auch der Zeit, finde ich, auch die Selbstsicherheit, dass da noch was kommt, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, wo wir eh die meisten Tore auch wieder erzielt haben, jetzt sozusagen von unseren eigenen. Man hat
Also was schön ist, ist ja auch diese körperliche Frische, in Anführungsstrichen, die noch da herrscht. Ja, du weißt ja noch, bei den letzten Saisons, wie die dann immer abgebrochen sind, die waren ja nach 60 Minuten, 70 Minuten völlig platt. Ja, also es ist natürlich auch eine andere Liga und auch ein bisschen anderer Kader, aber man sieht einfach, die Jungs sind fit und da, die spielen ja auch teilweise durch, weil die Wechsel sehr spät sind. Und ich bin jetzt auch auf jeden Fall gespannt, wer zum Beispiel für Bittencourt dann reinkommt, weil Rapp hatte jetzt relativ viele Spielanteile. Ob Niklas Schmidt reinkommt als Typ, wäre sicherlich interessant. Würde ich gerne mal wieder spielen sehen, auch wenn er einige Schwächen hat. Also es wird ganz interessant, aber wir machen ja noch den Ausblick. Was mir wieder aufgefallen ist, ich habe ja die Sky-Kommentatoren schon mal erwähnt und letztes Mal wusste ich, glaube vor zwei oder drei Sendungen mal einen Punkt nicht. Den anderen habe ich mir aber jetzt wieder mal gemerkt. Das war wunderbar, da war, glaube ich, die letzte Szene. Du siehst auf der Großaufnahme schon den Linienrichter oder Schiedsrichterassistenten, der da schon da ist und die klatschen sich schon ab und der Kommentator spricht noch darüber, dass jetzt noch weiter gespielt wird. Ja, da muss er nochmal 30 Sekunden draufnehmen. Und ich denke, in welchem Film ist der denn? Also da merkt man, 28 Lizenzen gemacht, hier bis zur Bundestrainerlizenz, aber selber Fußball gespielt noch nie. Also ganz interessante Situation. Das war auch, weil wir wussten gar nicht, jubeln wir jetzt, aber jubeln wir nicht, weil der Reporter labert die ganze Zeit noch, labert und dann stehen die da und dann sagt der Kumpel, ey, das Spiel ist vorbei. Ich so, nein, das ist nicht, der labert da noch. Und sagt, nein, das Spiel ist vorbei. Das war echt ganz wirsch, da bin ich hundertprozentig, also der hat uns richtig verwirrt, der Reporter, aber richtig. Ich liebe Pressekonferenzen. Ja. 7 Minuten, 45 Minuten, 45 Minuten Pressekonferenz, ja, was war? Eine normale Einstiegsfrage, Ole Werner, ganz normal zum Spiel, ist ja immer so, abwechselnd, danach keine einzige Frage mehr. Also, ob Heim- oder Auswärtsspiel, ich weiß nicht, wofür die das machen, aber ich schaue es mir trotzdem einfach an, also unfassbare Sache, hier wird auch niemand das befragt. Und da sind ja auch wieder diese Themen, ne? 3.800 Tage zum ersten Mal Tabellenführer, aber wunderschön, wir haben es auf Instagram auch nochmal, die Tabellenführung direkt rausgehauen für euch. Also das ist ja auch mal ein schönes Gefühl. Jetzt sind wir ja punktgleich, auch super. Also wir stehen ja gut da und da kommen einfach so wenig Fragen und die machen das alles so in ihrem eigenen kleinen Bereich. Also es ist sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, was ich mal dazu sagen soll, was jetzt die Journalisten angeht. Sepp, bin ich total bei dir, hundertprozentig. Wie gesagt, wir brauchen eine Akkreditierung, das sagen wir ja schon seit einem halben Jahr. Wir würden in Löchern den Ole Werner definitiv, dass der irgendwann sagen würde, boah, jetzt ist doch mal gut, ich will nach Hause fahren, aber so lange würden wir löchern. Jetzt aber, ich spreche es ja immer wieder an. Ich musste ganz ehrlich sagen, für mich am Freitag das schlechteste Spiel meines Lieblingsspielers. Ne? Den fand ich am Freitag gar nicht gut und auch gar nicht solide, wie er sonst immer war. Also Anthony Jung, ich muss es im Podcast ansprechen, ich muss euch ja sagen, weil es mein absoluter Lieblingsspieler ist, aber die Leistung war nicht so toll am Freitag. Wie hast du ihn gesehen? Ja, fand ich auch eher schwach. Kam überhaupt nicht gut ins Spiel, weil so etwas hat er, glaube ich, eine Verstauchung oder so gehabt, hat er mit dem Tape gespielt, wo man vorher, glaube ich, davon nichts wusste. Bin ich beide, war auf jeden Fall ein schwacher Auftritt von ihm, ja. Sicherlich in der Kategorie der zwei, drei schlechtesten Spiele. Ja. Weil er halt sehr solide das runterspielt, ja, auch unauffällig ist, außer er schießt mal ein Tor. Und das war ein bisschen schade, aber gut, es hat ja alles gepasst. Wie gesagt, der Rasen war, fand ich jetzt so, auch bei dem nochmal Schauen mit den Highlights im echt schlechten Zustand, das hast du dann teilweise da gesehen. Weiß ich nicht, ob das jetzt in der zweiten Liga mittlerweile so Standard ist, dass man auf solchen Rasen da spielen muss. Also wirklich schlimm, ja, was die da kicken, die verletzen sich ja auch irgendwann dabei. Kannst ja wirklich vom Ball wieder auf Asche spielen. Das ist ja schnell abzuziehen, aber das sind wirklich Sachen. Aber das Gute ist ja, die Mannschaft, du hast es ja auch schon so in Nuancen immer schon erwähnt, die nimmt das ja an. Ja, und das sind ja, das ist ja auch, glaube ich, der Unterschied irgendwo. Vielleicht ist das öfters auch in der zweiten Liga so, dass du natürlich auch solche Spiele hast, wo du spielerisch aufgrund des Rasens auch gar nicht so brillieren kannst. Dann musst du es halt durchkämpfen, das Spiel. Und das klappt ja wunderbar. Das ist wirklich klasse. Und ich muss ja sagen, es waren ja Auswärtsfans dabei. Man hat schon einen schönen kleinen Block gesehen. Ja, ein bisschen komisch. Ne? Nicht so was mit dem Support. So ein Rappel voll wäre der wahrscheinlich gewesen. Aber ich habe die Fans auch gesehen. Die haben den André Widener getanzt. Ja? Genau. Also ich denke, da ist sein Herz auch aufgegangen. Wunderbar. Es waren, glaube ich, nur 20 Stück, die man da sehen konnte. Und insgesamt waren vielleicht in dem Block nur ein paar hundert oder so. Aber auf jeden Fall, der wurde, glaube ich, nach dem 2:0 getanzt. Das ist auch schon mal ein Highlight gewesen da im kalten Rostocker Ostseestadion. Definitiv. Also, und wenn es nur 10 sind, die haben ja nachher Radau gemacht ohne Ende und da geht das Werderherz auf, wenn du solche siehst. Und das war schon richtig, richtig gut. Aber ich muss auch nochmal jetzt auf das Spielerische zu sprechen kommen, was ich unbedingt ansprechen kann, was mir letztes Jahr in der Abstiegssaison auch gefehlt hat.
Ich vergleiche das wieder. Ich glaube, letztes Jahr in der Abstiegssaison wären wir auf solchen Plätzen gar nicht klargekommen. Und nochmal, siehe Paderborn, siehe Rostock, die Mannschaft fightet. Es geht kein weißes Trikot vom Platz. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Richtig gut. Die Mannschaft nimmt es an. Egal, was für ein Zustand ist, die Mannschaft nimmt es an. Und das finde ich halt überragend. Und es gibt keine Schönspieler. Ein Duxch nimmt es an, ein Bittencourt nimmt es an, bis Friedl wieder da in der letzten Situation dann noch reingerutscht ist, sage ich jetzt mal so. Und da hat es sich keiner zu schade, mal eine Grätsche auszupacken oder mal einen richtig brutalen Zweikampf zu gehen oder mal zu zeigen, so bis hierhin und nicht weiter. Und das macht diese Mannschaft jetzt aus. Und das hat letztes Jahr gefehlt. Ja. Das ist so. Ja, gebe ich dir recht, denn die Statistik und so ist auch eher, ich sage mal, mäßig. Ja, wir sind auch wieder deutlich weniger gelaufen. Ich glaube, 3 bis 4 Kilometer, hatten auf jeden Fall weniger Sprints. Das waren so um die 30, was ich da noch in Erinnerung habe. Solche Werte waren alles schwach, aber Zweikämpfe waren halt gut. Wir hatten sogar auch weniger Torschüsse, aber wir sind natürlich total effizient, was das angeht, wenn die Dinge auf die Kiste kommen beim Gegner. Und ja, wir machen das, was nötig ist im Fußball. Und das, denke ich mal, doch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, es lässt uns alle, glaube ich, ja, auch vom 8. oder auch vielleicht vom 9. Sieg da noch träumen, wenn die Richtung weiterhin stimmt. Und man arbeitet da auch mit viel Demut, wie ich finde, immer Stück für Stück alles jeden Spieltag durch. Das ist, glaube ich, wichtig. Jedes Spiel fängt bei 0 an, wie wir alle wissen. Und ja, es kam ja dann noch zu einem Thema, von daher gar nicht mal so schlecht, weil wir hätten das, glaube ich, dann zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, also gestern, so ausführlich machen können. Dann kam das Thema ja mit Frank Baumann, die finale Bestätigung. Es war ja schon so durchgesickert bis 2024. Genau, das wollte ich. Ich habe da nachher sogar noch eine Sache für dich, aber lass uns erstmal das kurz nochmal ansprechen. Da habe ich mich auch nochmal länger mit beschäftigt. Du wisst ja, unsere etwas kritische Einstellung dem Thema gegenüber. Wer einen guten Eindruck persönlich, wie ich fand, gemacht hat, war der Weiß, der dann auch mal interviewt war. Viel besser als der Fuchs da, als Aufsichtsratsvorsitzender. Der war irgendwie ja so, weiß ich nicht, das wirkte schon in der Außendarstellung auch nicht gerade so professionell. Der Weiß war ein bisschen sehr datenlastig, aber hat auch so von Strukturen gesprochen, die unabhängig von Personen sind. Sowas finde ich persönlich auch erstmal ganz gut. Nur ehrlicherweise dieses Thema, die Begründung dafür, warum, weshalb, Baumann, das ist echt schwierig. Ja. Also diese 3 Punkte, die da erwähnt werden, sozusagen einheitliche Spielphilosophie, wo sich eigentlich Thomas Schaaf mit sozusagen befassen sollte, den man einfach gefeuert hat, das auch mal wieder aufnehmen. Durchlässigkeit, was Jugendspieler und Trainer und so weiter angeht, also ein bisschen so Ausbildungsverein, wo wir immer schon ein bisschen kritisch beim Nachwuchsleistungszentrum ist, weil das halt nicht den Standards entspricht, die sonst andere Bundesliga-Vereine haben. Ja, es gibt ein paar ganz gute Möglichkeiten, auch ein paar junge Spieler, die wir auch im Kader haben, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, wir sind eine richtige Talentschmiede. Auch in den U-Mannschaften sind meistens keine Bremer dabei oder vielleicht einer oder zwei maximal. U21 ist auch oft schon gar keiner mehr dabei. Also alles. Deutsche Meisterschaften im A- oder B-Jugendbereich gibt es, glaube ich, eine einzige in der B-Jugend mal. Also das spricht alles nicht so dafür. Und dann gibt es sozusagen Mehrwert und Kaderplanung. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, okay, man kann sich ja sagen, okay, es gab jetzt keinen anderen so ungefähr, deswegen muss Baumann weitermachen. Aber gerade diese Themen anzusprechen, wo ich mich frage, was hat er die letzten 6 Jahre gemacht? Ja, wir haben einmal Thomas Schaaf dann integriert, um ihn wieder rauszuschmeißen. Jetzt ist es das Highlight-Thema. Nachwuchsarbeit, die eh so seit Jahren schon zumindest nicht optimal ist. Und das Thema mit dem Mehrwert, das ist ja auch sowas. Und da habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Da tut mir leid wieder, ich muss damit wieder kommen. Aber einen kleinen Zettel hier nochmal gemacht. Gehen wir mal ganz kurz die Aufstellung durch. Ne? Also, Pavlenka im Tor hat Ablöse gekostet 3 Millionen. Sage ich, der hat auslaufenden Vertrag, kriegst ja schon nichts mehr. Ne? Thema Mehrwert, nicht vorhanden für mich. Friedl, okay, 3,5 Millionen gekostet. Da kannst du vielleicht nochmal irgendwie was geben. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Ja, den kannst du vielleicht 5 Millionen verkaufen. Okay. Mai, Weiser, die jetzt gespielt haben, gehören uns nicht. Von daher uninteressant. Dann haben wir noch Jung, der kam ablösefrei, das ist gut, 30, aber der wird jetzt auch nicht mehr großartig wechseln, da wird also kein Mehrwert draus entstehen. Topak hat uns 4 Millionen gekostet, muss man jetzt auch nochmal wissen. Passiert auch nichts, Vertrag läuft auch aus. Groß, klar, der kommt aus dem eigenen Bereich, nicht schlecht, aber passiert jetzt als Mehrwert auch nichts. Bittencourt hat uns 7 Millionen damals gekostet, ja, das wird er wohl auch nicht mehr reinholen.
Schmidt, der hat uns, also Romano, der hat uns 1 Million gekostet. Okay, da kann man vielleicht nochmal was erwarten in der nächsten Zeit. Füllkrug hat uns 6,5 Millionen gekostet. Also mir war das gar nicht mehr bewusst, dass wir Füllkrug und Bittencourt so viel Geld ausgegeben haben. Da sehe ich jetzt auch niemanden, der da jetzt viel ausgibt. Duxch 3,5. Okay, ja, den können wir vielleicht sofort wieder verkaufen, weil er gerade so gut ist. Dann bringt er vielleicht nochmal was. Einzig Agu ist vielleicht noch und Veljkovic wäre theoretisch auch. Vertrag läuft aber auch aus. Der kam auch noch für ein paar hunderttausend. Also Agu ist der einzige, weil der für gar keine Ablöse auch kam, der jetzt interessant ist. Aber da muss man auch mal abwarten. Ich glaube, Tobias Lotz hat ja als Kommentar geschrieben, hat wohl eine Ausstiegsklausel, wenn wir nicht aufsteigen. Hoffentlich ist die dann so bei 7 oder 8 Millionen. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Muss man einfach mal abwarten. Und ansonsten auch andere Themen. Ich bin ja dabei. Baumann, die Arbeit des letzten halben Jahres nicht so schlecht. Auch die beiden Transfers nach Norwich City ganz gut. Das Thema mit Markus Anfang auch ganz gut gelöst, wie ich fand. Wobei ich beim Duxch als Königstransfer gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Anfang hatte auch viel Einfluss da bei dem Transfer. Und da hatten wir auch natürlich Sachen. So ein Sargent, der war sicherlich interessant, weil er für wenig Geld kam oder null aus Amerika. Aber selbst Rashica ist ja für 8,1 Millionen gekommen damals aus Vitesse Arnheim, ja, und für 11 Millionen verkauft. Also, was ich euch damit sagen will, gerade das Thema Kader und so weiter, Weiterentwicklung ist echt schwierig. Augustinsson auch so. Und wenn wir jetzt gerade das durchgehen, ich habe ja die Aufstellung von die ersten 11 jetzt genommen und noch Agu und Veljkovic dazu, die jetzt gegen Rostock gespielt haben. Da sieht man ja schon, dass da jetzt auch nicht viel gerade eben im Kader steckt. Also diese Argumentation ist für mich jetzt nicht so ganz schlüssig. Wie auch immer, es ist, wie es ist. Müssen wir jetzt auch erstmal nicht mehr weiter diskutieren über das Thema. Außer also, du natürlich. Genau, wenn du meine Meinung zu diesem Thema haben möchtest, das ist für mich ganz schnell abgeschlossen, ganz ehrlich. Und dann muss ich glaube, die User verstehen dann auch, was ich sage. Ich sage nur, ich nehme es hin. Mehr sage ich dazu nicht. Ich will auch gar nicht weiter darüber argumentieren. Es war super, die Statistik, die du rausgeholt hast gerade, Sepp, richtig stark und so, was du gerade vorgestellt hast, finde ich richtig bombastisch von dir. Nur der Baum macht weiter und das nehme ich so hin. Da will ich mal zum Abschluss nochmal was etwas anderes mit dir vielleicht anreißen, weil es jetzt letzte Woche so aufkam. Das würde mich nochmal interessieren, ein bisschen unabhängig von Werder. Playoffs in der Bundesliga, ja, vielleicht kommen wir da auch nochmal in die Bundesliga. Hältst du das für was Interessantes? Weil wir, uns beiden ist ja auch klar, erste, zweite Liga, wie auch immer, gerade in der ersten Liga, du wirst ja in den nächsten 40 Jahren kein deutscher Meister, wenn die jetzt nicht die ersten vier oder so alle in der Europa-Spezial-Super-Continental-Nations-League spielen, oder? Selbst die Intention ist es. Warum kommt der Gedanke der DFL-Chefin, Playoffs zu machen? Der Gedanke kommt, weil Bayern München 10 Jahre hintereinander deutscher Meister wird. Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich 15 Jahre hintereinander. So, was passiert denn, wenn wir die Playoffs einführen? Entweder geht Bayern München der als Erster rein und zieht die Sache durch, gewinnt weiter die Playoffs und wird deutscher Meister. So, jetzt wollen sie das aber fair machen. Was passiert denn, wenn Bayern München nach 34 Spieltagen Dritte wird? Haben sie auf einmal doch noch die Chance, deutscher Meister zu werden und werden dann auch deutscher Meister. Wird es genauso langweilig. Ich verstehe die Argumentation, also ich finde das total schlecht. Egal, auch wenn Bayern 15 Jahre hintereinander deutscher Meister wird. Also es sind 34 Spieltage und nochmal, dann hast du vielleicht mal eine Saison, wo Bayern in Anführungsstrichen nur Zweiter oder Dritter wird und dann kriegen sie trotzdem die Chance, nochmal deutscher Meister zu werden. Also hier, also ist meine persönliche Meinung, verstehe ich die Argumentation gar nicht. Dann müssen wir doch hoffen, dass sie irgendwann kein Meister werden und dann ist es so. Aber wenn sie dann kein Meister werden, durch die Playoffs werden sie dann aber Meister, garantiere ich dir, weil Bayern München dann da ist, wenn es gebraucht wird. Und deshalb verstehe ich die Argumentation total überhaupt gar nicht. Ich, Playoffs, deutsch gesagt für den Arsch, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke. Aber siehst du, genau, da habe ich ja ein schönes Thema gefunden. Ich habe das auch nochmal mehr angeschaut und ich wüsste jetzt auch nicht, was sie da machen können, weil Sinnhaftigkeit sehe ich da jetzt nicht. Ja, willst du Playoffs nachher mit 4 Mannschaften machen? Finde ich absurd, ja, weil das macht keinen Sinn. Machst es mal mit 8 Mannschaften, wo du Viertelfinale, Halbfinale und Finale hättest, wäre es jetzt erstmal so von der Grundidee, wo ich sagen würde, okay, ist interessant, aber du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, ja. Da bin ich ja dann schon irgendwie... weiß ich nicht, da habe ich schon so viel Vorsprung, da kann ich ja schon mich ausruhen quasi, dann werde ich halt nicht Erster, sondern halt Vierter, ist mir doch völlig egal und spiele dann wieder mit meiner Mannschaft, weil ich in der Zeit Champions League spiele und so weiter. Also
Das sind ganz andere Sachen mit Gehaltsobergrenzen, die man machen würde. Aber es wird ja auch alles nicht so einfach funktionieren, solange man im europäischen Bereich ist. Das müsste halt überall eingeführt werden. Und wir haben auch nicht wie in Amerika die Möglichkeit, da irgendwie, dass man jetzt sagt, die Jugendspieler, da kriegst du quasi als Mannschaft, die ganz unten ist, so den Vorgriff auf die Superstars, weil halt wir halt alle selber quasi Nachwuchsleistungszentren haben. Dann müsste ja der DFB irgendwie Nachwuchsleistungszentren nur noch haben. Und dann können quasi die talentiertesten Spieler können dann nach Werder erstmal kommen, weil wir halt so schlecht dastehen oder so. Aber naja, das wollte ich mal nochmal reinkippen. Gerne nochmal eine Meinung auch von euch, liebe User, wenn ihr da dazu eine habt. Und ich muss unbedingt noch was loswerden, das brennt mir unter den Nägeln. Was ist denn, jeder beschwert sich doch, dass die Fußballer viel zu viel Spiele haben und viel zu viel beschäftigt sind. Weißt du, mit den Playoffs wirst du dann weniger, wenn die Playoffs spielen? Machen die dann nach 24 Spieltagen den Cut und dann werden die Playoffs eingeführt oder was machen sie dann? Also ich gehe doch davon aus, dass sie dann trotzdem 34 Spiele machen und anschließend die Playoffs. Und dann kommt noch eine WM oder eine EM. Ja, also tut mir leid, da fehlen mir echt die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte, wie man überhaupt darüber nachdenken kann. Ja, aber auf jeden Fall danke. Ich wusste genau das richtige Thema noch für dich jetzt zum Abschluss, um noch ein bisschen vielleicht Impuls reinzubekommen. Also in dem Sinne, ich denke mal, wir hören uns ja schon die nächsten Tage wieder mit dem Vorbericht auf Ingolstadt. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Und wir gucken auch, dass wir dann wieder von der zeitlichen Taktung wieder näher dran sind. Aber manchmal funktioniert es halt nicht. Denkt bitte an die Sportfreunde Osterdeich. Bei YouTube gerne nochmal einen Kommentar da lassen und ein Like. Bei uns natürlich auch Kommentare und Like. Wir freuen uns auch darüber, lesen ja alles. Und ja, wie gesagt, konzentriert euch, holt euch, bereitet das Trikot schon mal vor für Samstag. Und dementsprechend auch die Werder-Bettwäsche ist ja noch kalt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und der letzte Satz geht natürlich an dich, Scoop. Ja, nochmal, Sepp, muss ich auch nochmal, wir lesen nicht nur die Kommentare, wir sind ja auch so, wir kommentieren ja auch nochmal die Kommentare, die kommen, also deshalb freut uns das, wir lassen sie ja nicht einfach so stehen, es freut uns jeder Kommentar und dann kommentieren wir auch. Und als Letzte muss ich nochmal sagen, heute ein Tipp von mir, 21.45 Uhr, Sport 1, Doppelpass, zweite Liga, heute Stargast in Anführungsstrichen, der riesengroße Werder-Fan Laura von Torra. Also ich werde es mir geben auf jeden Fall, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, und dann wird sie bestimmt nochmal sich outen als Werder-Fan und in diesem Sinne, jeder, der Ahnung hat, ist Werder-Fan. Lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen.
Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.